Ich würde nie einen Freund unter den Bus werfen. Das heißt so viel wie ihn oder sie verraten. Das ist in der Politik leider manchmal. Unter den Bus werfen? Ja. Das ist ein niederländisches oder... Ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist ein englisches. Ich würde nie einen Freund unter den Bus werfen. Ja, also das sagt man... Das ist ja großzügig. Bali. Hallo. Herzlich willkommen. Tag. Das glaubt uns kein Mensch, dass wir uns nicht abgesprochen haben. Genau. Ist eigentlich auch sonst nicht meine Farbe. Aber ist es Zufall? Ja. Aber ich wollte natürlich ein Statement abgeben. Ja, das ist gut. Ich auch, aber na gut. Ich lade Sie ein. Kommen Sie rein. Dankeschön. Katharina Barley ist noch Bundesjustizministerin. Sie hat als Anwältin und Richterin gearbeitet. Die Mutter ihres ersten Freundes hat ihr mal ein Buch geschenkt. Der Titel: Wie liebt man einen schwierigen Mann? Katharina Barley hasst Monopoly und sie hat um die 200 Mal Pretty Woman gesehen. Ich lade Sie auf ein Getränk ein, ein Getränk Ihrer Wahl. Es gibt natürlich auch Tee und Kaffee, ne? Aber wir können auch ja. Trinken. Können, Tee wäre super. So, dann früher morgen, am liebsten, wenn es einen Tee gibt, einen Tee. Dann müssen wir einmal hier rüber zu Erkan. Sie können sich auch schon mal überlegen, ob Sie noch Hunger haben. Ja. Also hier gibt es alles, ne? Sie Kekse. Dürfen halt nicht komplett eskalieren. Ich habe nicht so viel Geld dabei, aber es geht. Was möchten Sie für einen Tee? Einen schwarzen? Haben Sie einen schwarzen Tee? Schwarzen Tee. Ja, ohne alles. Kein Zucker, keine Milch. Dann nehme ich nehme auch einen schwarzen Tee. Schwarzen. Ja. Ja. Ich zahle einmal. Danke, Erkan. Ja. So. Danke. So, ich gehe mal nach hier. Können Sie hier Platz nehmen? Oh, ist aber noch ganz schön frisch. Ja, es ist frisch. Es ist gut, dass kommt Sie so keine Sonne hierher. Hoodie angezogen haben. Hier sind so Fragen drin und da dürfen Sie einfach reingreifen. Mhm. Und das Ziehen, da sind so, ich würde nie Fragen drin. Ja. Und dann würde ich Sie bitten, die einmal laut vorzulesen ja. und dann mit Ja oder Nein zu beantworten. Nur mit Ja oder Nein? Hm? Ich würde nie mit meinem Freund an einem Ort wohnen. Sie führen ja viele Fernbeziehungen, ne, in der Vergangenheit, also eigentlich ja. fast immer. Ja, das stimmt, weil wir uns entschieden haben, die Kinder sind der Mittelpunkt. Mhm. Und dann bin ich immer gependelt, also solange ich verheiratet war. Und meistens waren meine Jobs dann ein bisschen weiter weg. Nicht immer, eine kurze Zeit lang war ich auch Richterin bei mir zu Hause in Trier. Aber sonst bin ich eigentlich fast immer gependelt, das stimmt. Und Ihr aktueller Freund ist ja Holländer, genau. richtig? Genau, der lebt in Amsterdam. No. Basketballtrainer. Basketballtrainer. Gehen Sie manchmal zu spielen? Ja, ständig. Ich habe echt viel gelernt. Also es ist ein tolles Spiel. Ja. Fand ich immer schon toll. Aber jetzt weiß ich so viel mehr, was ja. dahinter steckt. Also ja. hätte ich nie gedacht. Abgekommen. Ich würde wahnsinnig gerne mit diesem Mann an okay. einem Ort wohnen. Und ich hoffe, dass es auch bald dazu kommt. Ich meine, der ist jetzt in Amsterdam. Ich gehe nach Brüssel. Ist schon so mal deutlich sicher. Näher. 200 Kilometer. 2 Stunden mit dem Zug. Okay. Mhm. Ja, gerne. Greifen Sie zu. Ich würde nie... Was denn? Ich würde nie Bundeskanzlerin werden wollen, um Himmels Willen. Also, ich hab in meinem Leben das immer folgendermaßen gemacht. Ich habe mir die nächste Aufgabe genommen und habe gesagt, das mache ich so gut, wie es irgendwie kann und alles andere ergibt sich. Ich habe wirklich, auch wenn, wenn mir die Frage ständig gestellt wird, ich habe noch nie eine Sekunde darüber nachgedacht. Wie, noch nie? Nein. Ich habe ja sogar schon mal darüber nachgedacht. Bundeskanzlerin zu werden? Ich bin überhaupt nicht in der Politik. Echt? Naja, kann man. Ja, so, ich habe mir eigentlich alles gestellt, die Frage nach dem Abi. Oh ja, da müssen wir, ich mache jetzt mal... Wir machen es einmal auf dem Boden, aber wir nehmen es nachher wieder mit. Versprochen. Okay. Wenn Sie jetzt das erste Mal hier bei uns, bei Ich würde nie drüber nachdenken, könnten Sie es sich vorstellen? Ach, wenn man Politik macht, muss man sich alles vorstellen können. Aber ich bin jetzt, das ist jetzt nicht der Job, auf den ich hinarbeite. Aber Bundestagspräsidentin wären Sie ja, gerne, ne? Das stimmt. Das ich war gelesen. Immer meine, mein Ziel, weil ich halt echt was übrig habe für Demokratie und Parlament. Ich habe ja auch zum Wahlrecht meine Doktorarbeit geschrieben. Und das hat mich immer fasziniert, wie Demokratie funktioniert und wie man das auch weiterentwickeln kann oder schützen kann. Bundestagspräsidentin, das war immer sowas, wo ich gedacht habe, haben Sie ja noch 20 Jahre für Zeit, ne? Sind ja, ja ich bin da ganz entspannt. Okay. Genau. Machen Sie Darf ruhig ich ja, gerne. Wie viele machen wir die ganz leer? Wir machen dann jetzt mal, ich keine Tüte. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal so 3, 4 und dann machen wir zwischendurch noch mal 1, 2 zur Auflockerung. Weil wir reden ja gleich auch noch über krassere Themen, ne? Ich würde nie sagen, dass Helene Fischer echt gute Musik macht. Ha.
Also Helene Fischer ist nicht mein Musikgeschmack unbedingt, wobei ich großen Respekt davor habe, was sie macht und wie sie es macht und dass sie so erfolgreich ist. Wie fit die auch ist. Ne? Ich habe neulich ein Bild von der gesehen, da habe ich gedacht, alter Schwede. Aber das ist wichtig. Also jetzt, wo ich diesen Leistungssportcoach an meiner Seite habe, merke ich das erst, wie wichtig das ist, gerade wenn man so einen mega anstrengenden Job hat, wie Helene Fischer ja auch, dass man körperlich fit bleibt. Das macht einen Riesenunterschied. Aber ihre Musik nicht so? Naja, also wenn dann ne, Party ist und dann kommt Atemlos, dann hatte ich schon auch mit, ja. Aber ich würde es mir nicht zu Hause anhören. Was würden Sie denn so hören? Ich bin eher so auf der rockigen Seite. Mhm. Also so die gute alte handgemachte Rockmusik bin ich immer dabei. Dann würde ich sagen, machen Sie mal vielleicht einen kurzen Snack, weil Sie haben ja noch einen langen Tag vor sich und auch das bestimmt stimmt. Hunger. Das stimmt. Das Frühstück fällt leider manchmal oder oft aus inzwischen. Und kriegt man dann so, Sie sind ja dann sind ja wahrscheinlich mit Fahrer unterwegs. Mhm. Sagen Sie dem dann, halten wir auch kurz an der Bäckerei und holen mir noch ein Schokocroissant? Sie können Gedanken lesen oder Sie haben sich gut vorbereitet. Nee, das war jetzt rein. Ich würde das so machen. Also ich habe es noch nicht mal gesagt, aber ich glaube, angefangen hat der Fahrer im Familienministerium, wo ich ja vorher war. Ja. Und der war einfach sehr einfühlsam und hat mir dann jeden Morgen so ein Schokobrötchen. Wirklich ein Schokobrötchen? Ja, und jetzt der Fahrer im Justizministerium hat es übernommen und ich habe wirklich jeden Morgen ein Schokobrötchen. Beim Thema Schokobrötchen noch ganz kurz. Ich finde ja, da gibt es Riesenunterschiede. Ne? Mhm. Es gibt so gute Schokobrötchen, die so richtig schön weich sind. Genau. Dann gibt es so trockene Schokobrötchen, diese wo auch kaum... Ja, die sind nicht gut. Mhm. Das sind ja diese Schokowuppis. Mhm. Aber dann gibt es auch so harte Schokobrötchen, wo kaum Schokolade drin ist, wo der Teig schon total hart ist und wo ich mir so denke, das ist doch kein Schokobrötchen. Genau, das sehe ich auch so. Und mein Problem ist auch, diese Schokobrötchen, die diese kleinen Schokoperlen quasi drin haben, dann ist mir schon zweimal passiert, dass ich mich tierisch eingesaut habe. Oh ja. Weil dann fällt einem so ein Ding runter. Ja. Letztens hatte ich wirklich eine helle Hose an und hatte das hier den ganzen Oberschenkel voll mit Schokolade. Ja, da muss man die Garderobe an die Schokobrötchen anpassen. Da muss man dunkel wählen. Ja, oder ein bisschen besser aufpassen. Ja. Frau Barley, lassen Sie uns ein bisschen über auch die Europawahlen reden. Ach so, dafür, stimmt. Es gibt da sind wir ja hier, dafür treten Sie ja an. Sie haben schon gesagt, Sie sind noch Bundesjustizministerin, waren aber auch schon Familienministerin, noch geschäftsführend Arbeitsministerin auch, davor Generalsekretärin. Sie haben eine relativ steile Karriere hingelegt, würde ich sagen, in den letzten Jahren. Sie sind ja noch nicht so lange Berufspolitikerin. 5 Jahre jetzt. Jetzt kandidieren Sie fürs Europaparlament. Ja. Da muss man ja sagen, das ist jetzt irgendwie dann doch eher wieder so ein Rückschritt. Naja, das kann man so oder so sehen. Also ich habe in der deutschen Politik sehr, sehr schnell sehr, sehr viel erreicht und ich liebe dieses Amt auch. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass ich jetzt nicht sofort gesagt habe, hey, das gebe ich wieder ab. Aber ich bin eben wirklich von Kopf bis Fuß Europäerin. Und ich finde, es gibt Situationen, wo man dann auch mal was anderes an die erste Stelle setzen muss. Und so ist das bei mir. Also ich mache mir echt Sorgen, wie das weitergeht mit Europa. Mein Vater ist ja Engländer. Also dieser ganze Brexit, das macht mich wirklich wahnsinnig. Und, 2 Pässe haben Sie auch. Ich habe auch 2 Pässe, genau. Und was in Osteuropa, in Polen, in Ungarn, in Rumänien so passiert. Also ich habe mir das einfach nochmal vor Augen geführt. Es geht da jetzt um alles. Und dann geht es um auch meine Partei. Ich bin wahnsinnig gerne in der SPD, dieses Jahr 25 Jahre, Wahnsinn. Als ich mich entschlossen habe, das zu machen, waren wir gerade in einer sehr, sehr schwierigen Situation, so bei 13-14%. Und dann geht es halt manchmal nicht nur um einen selber. So einfach ist das. Ich habe Sie jetzt häufiger in diesem Hoodie gesehen, in diesem Europa-Hoodie. Ist das der Masterplan von der SPD, um Europa zusammenzuhalten? Oder haben Sie da noch andere Ideen? Ich liebe diesen Hoodie. Ich habe ihn geschenkt bekommen selbst. Mhm. Bei einer Veranstaltung zu weiblichen Vorbildern. Und ich finde den so herrlich, weil da fehlt ja eben dieser eine Stern. Ja. Der ist hinten, man sieht ihn hier. Hinten drauf. Das ist halt so ein bisschen das Symbol für Brexit und was passieren kann, wenn man nicht Acht gibt auf Europa. Und ich finde, das ist einfach ein gutes Symbol.
Der Masterplan von der SPD ist ja nicht Hoodies verschenken wahrscheinlich, der Masterplan der SPD. Europa zusammenzuhalten. Vielleicht können Sie es, da können wir jetzt, könnten wir stundenlang drüber reden, aber vielleicht so die drei ganz kurz wichtigsten Punkte, zack, 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 okay, um Europa zusammenzuhalten. Also der wichtigste Punkt ist der, Europa ist gegründet worden für die Wirtschaft, als Binnenmarkt sozusagen. Und wir sagen, Europa muss den nächsten Schritt tun. Wir müssen Europa haben für die Menschen. Also das heißt bei uns soziales Europa. Also jeder Mensch muss in seinem Land so viel verdienen, dass man davon leben kann. Ist natürlich nicht in jedem Land der gleiche Betrag. 60% des Durchschnittseinkommens sagen wir, das wäre für Deutschland über 12 Euro. Würde also auch hier ziemlich viel ändern. Okay, also soziales Europa. Mhm. Wir haben Länder, wo Rechtsstaat und Demokratie wirklich in Gefahr ist. Da spreche ich natürlich jetzt auch als Justizministerin und Juristin. Das ist was, wo wir ganz klar sagen müssen, wir können nicht weiter zusehen, wie diese Länder in eine, ja, Orban nennt das illiberale Demokratie, abdriften, sondern wir müssen wirklich zusehen, dass wir in Europa Rechtsstaat, Demokratie und damit auch Frieden sichern. Stärker gegen Rechtspopulisten und früher ansetzen. Und ganz kurz noch den dritten Punkt, wenn Sie einen haben. Ganz der dritte kurz. Punkt, ganz kurz, ist, es gibt ganz viele Themen, die man überhaupt nicht mehr national regeln kann. Also diese ganzen Herausforderungen wie Klimawandel, wie Digitalisierung, wie Sicherheit, wie Bildung, Forschung, das geht nicht mehr national. Also nochmal dort einen richtigen Schub zu geben auf der europäischen Ebene, da also quasi noch mehr Kompetenzen nach Brüssel. Es müssen gar nicht unbedingt Kompetenzen sein, aber es muss so sein, dass man da stärker zusammenarbeitet. Also ich nehme jetzt mal Klimaschutz. Da brüsselt immer noch jeder so mehr oder weniger für sich rum. Wir brauchen eine stärkere Verbindlichkeit in Europa, dass die wirklich ganz klar sagen, das sind die Ziele und das sind am Ende auch die Sanktionen. Also wenn ihr das nicht macht, jeder muss seinen Weg finden, aber wenn ihr das nicht macht, dann geht es auch wahrscheinlich da wirklich ans Geld. Sollen wir noch eine kleine Frage noch mal ziehen? Gerne. Haben Sie Lust? Ich weiß nicht. Wie Sie haben, wissen nicht, ob Sie Lust haben? Ich würde meinen Söhnen verbieten, die Grünen zu wählen. Nein. Ich verbiete meinen Söhnen gar nichts. Sie können wählen, wählen, was sie wollen. Dürfen beide schon wählen? Oder ist der? Nur der Große. Okay. Wobei der Jüngere der Politischere ist. Und wenn die jetzt ankommen und sagen, Mama, der Robert Habeck, ne, der ist so cool, der trägt noch coolere Hoodies als du, ich wähle den jetzt. Was würden sie dann sagen? Dann würde ich sagen, cool sein und einen Hoodie tragen ist nicht der Punkt. Frau Bahle, wir müssen wirklich dringend über die Urheberrechtsreform reden. Sie sind gegen Uploadfilter, haben Sie auf jeden Fall immer gesagt. Ja. Trotzdem haben Sie für die Urheberrechtsreform und damit auch für Artikel 13 gestimmt. Ich habe mir ein bisschen auf Twitter angeguckt, was die Leute sagen. Ein Nutzer hat geschrieben, da wurden wir von Frau Bahle verraten, stehen nicht mal zu ihrem eigenen Wort, unwählbar, unfassbar. Und ich würde mal sagen, das ist noch eine der netteren Kommentare dazu gewesen. Viele fühlen sich von Ihnen verraten. Es ist eine Richtlinie. Da steht wahnsinnig viel drin. Da steht zum Beispiel was drin darüber, wie Wissenschaft mit Beiträgen im Internet umgehen kann. Also, dass die darüber forschen dürfen und dass das keine Urheberrechtsproblematik mit sich bringt. Da steht was drin zu unserem digitalen Erbe, also das, was alles nicht mehr verfügbar ist analog, wie man damit umgeht. Da steht ganz, ganz viel drin zu den Rechten von Künstlerinnen und Künstlern, die zum Teil heutzutage noch nicht mal wissen, was mit ihren Werken passiert. Also ich rede jetzt gar nicht von Artikel 13, sondern von anderen Vorschriften. Von der grundsätzlichen Reform. Genau, das waren Artikel 14 bis 16, hat sich ja jetzt alles verschoben. Aber da sind sich auch ja eigentlich alle einig, dass dass der Grundgedanke, die Urheber besser zu honorieren und denen was Gutes zu tun, dass der Gedanke gut ist. Genau. Dass aber der den Gedanke Leuten geht es ja wirklich darum, dass sie gesagt haben, Uploadfilter wollen wir nicht. Genau. Steht sogar im Koalitionsvertrag drin, dass es die nicht geben wird. Und am Ende läuft es jetzt aber doch darauf hinaus, dass wir Uploadfilter haben werden. Jetzt komme ich drauf. Also, im Koalitionsvertrag stehen zwei Dinge. Da steht, wir lehnen Uploadfilter als unverhältnismäßig ab. Das ist der eine Satz. Und der andere ist, wir werden Künstlerinnen und Künstler bei der Durchsetzung ihrer Rechte unterstützen oder fördern oder das verstärken. Ich habe jetzt den Wortlaut nicht im Kopf. So. Und jetzt haben wir diese Richtlinie und ich habe ja wirklich gegen diesen Artikel 13 gekämpft mit allem, was ich habe. Deswegen ärgert mich das schon ein bisschen, weil ich bin wirklich die Einzige, die aktiv was gegen diesen Artikel 13 gemacht hat. Ja, ich habe das innerhalb der Bundesregierung gemacht. CDU, CSU war überhaupt nichts zu machen. Die waren da völlig betoniert.
dann habe ich es auch noch bei den anderen Mitgliedstaaten gemacht. Das war sehr, sehr hart, weil zum Beispiel ein Land wie Frankreich das total anders sieht. Für die ist Artikel 13 das Allerwichtigste in dieser Richtlinie. Ja? Und ich habe mit denen echt gekämpft. Ich habe auch was erreicht. Also ich habe auch Veränderungen innerhalb dieses Artikel 13 erreicht. Also das ist, da gibt es jetzt eine Ausnahme für Start-ups. Die aber ja nochmal wirklich wieder runtergesetzt wurden. Also genau, es ist nicht so viel, wie ich wollte, aber es gibt eine, es gibt einen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, es gibt einen Beschwerdemechanismus. So, und jetzt ist es aber so, als Mitglied in diesem Ministerrat kann ich nicht sagen, ich stimme für den einen Artikel und gegen den anderen Artikel. Naja, aber Sie ich kann am Ende nur sagen, ich lehne die ganze Richtlinie ab. Oder ich stimme der ganzen Richtlinie zu. Was anderes kann ich nicht machen. Und dann haben wir gesagt, okay, ich stimme dem zu und wir versuchen das im Europäischen Parlament. Weil die können noch mal einen Artikel rauskicken, einzeln. Ja. Das kann ich nicht, ja. Herr Ministerrat. Ja. Die SPD-Gruppe hat diesen Antrag gestellt, auch nur die SPD-Gruppe im Übrigen. Und das Europäische Parlament hat das abgelehnt. Und wir rennen die ganze Zeit rum, und zwar alle Parteien, und sagen, das Europäische Parlament ist die demokratischste Einrichtung, die wir haben in der Europäischen Union. Und jetzt lehnt das demokratischste Organ, das Europäische Parlament, das ab. Und das ist eben ein Stück weit dann auch Europa. Aber wäre es nicht trotzdem so gewesen, wenn Sie wirklich immer gesagt haben, es wird keine Uploadfilter geben, ich werde mich dagegen einsetzen, das ist nicht konsequent. Ich habe nie gesagt, es wird keine Uploadfilter geben. Aber dass Sie dagegen sind. Ich werde dagegen kämpfen mit allem, was ich habe. Ja. Und das habe ich auch gemacht. Es gibt heute schon Uploadfilter. Also die Idee, wir müssen gegen Uploadfilter kämpfen. YouTube setzt permanent Uploadfilter. Das stimmt, aber es geht ja nicht ausschließlich um YouTube, sondern auch um kleinere Plattformen beispielsweise. Und da ist ja wirklich trotzdem die Frage, selbst wenn Sie jetzt in dieser Erklärung gesagt haben, wir werden alles Mögliche tun, um Uploadfilter doch noch zu verhindern auch. Was haben Sie konkret für eine Umsetzungsidee da? Weil es wird ja wirklich schwierig werden, weil es kaum eine andere Alternative gibt. Naja, wie gesagt, es gibt Uploadfilter. Das ist, und das ist für mich auch nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, ein Uploadfilter ist ja nur ein Mechanismus, der etwas erkennt. Was der dann damit macht, ist ja die zweite Frage. Und meine Idee, die habe ich auch so in diese Protokollerklärung reingeschrieben, ist zum Beispiel, wenn der Uploadfilter erkennt, hier ist 1:1 Copyright-Verletzung. Also jemand lädt wirklich ein Lied von einem Künstler hoch, einfach 1:1. Dann erkennt der Uploadfilter das und sagt, nee, das darfst du nicht, das blockiere ich. Passiert heute schon auf YouTube. Da hat auch, glaube ich, keiner was gegen. Aber diese berühmten Fälle, da dudelt nur irgendwas im Hintergrund, wenn jetzt hier im Späti irgendwie ein geschütztes Lied dudeln würde. Naja, oder so. Ist halt eine Parodie oder ist es eine Parodie. Ist vom Zitatrecht gedeckt. Genau, oder so. Das ist verzerrt. Ja, das erkennen die Filter nicht. Die erkennen nur, hey, da ist was. Da ist was und das kommt mir komisch vor. Dann wäre jetzt die Lösung, die ich da vorschlage, dass der dann eben nicht blockiert, sondern dass es hochgeladen wird. Aber dass automatisch der Rechteinhaber informiert wird und gesagt wird, hier, ich habe hier was gefunden, das scheint mir was von deinem geschützten Recht zu sein, gib mir Rückmeldung, siehst du das so? Ist das ein Copyright-Verstoß aus deiner Sicht? Wenn ja, was soll dann die Folge sein? Willst du dafür entschädigt werden? Willst du, dass das blockiert wird? Oder lässt du es einfach drauf? Glauben Sie, dass Sie das national umsetzen könnten? Ja, natürlich. Also als nationale Richtlinie? Ja, das kann man national umsetzen, aber wir haben ja jetzt, das steht auch in der Richtlinie, erstmal einen Prozess, dass die Kommission alle Mitgliedstaaten zusammenholt und jetzt beraten wird, wie das möglichst einheitlich umgesetzt werden kann. Aus dem Sinn und Zweck dieses Artikels ergibt sich auch, dass er auf die großen Plattformen zielt. Wir haben ja auch reingeschrieben, diejenigen, die keine Gewinne erwirtschaften, die sind sowieso raus. Also Wikipedia zum Beispiel ist sowieso raus. Aber dass wir auch Blogs zum Beispiel oder all solche Sachen, die jetzt auch immer wieder gebracht wurden, welche die Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stellen und so weiter, auf die zielt diese Richtlinie gar nicht. Dass man sie dann auch wirklich ausdrücklich benennt und rausnehmen kann. Dass man dafür sorgt, dass keine Upload-Filter-Monopole entstehen. Das ist ja auch alles gut, aber es ist ja trotzdem erstmal nur ein Zusatz, an den sich ja erstmal niemand halten muss. Da muss man dann jetzt gucken, was die Kommission macht. Aber alle müssen das auslegen. Und ich bin nun Juristin. Und wenn ich die Kombination habe aus Plattformen, ihr müsst das tun, was zumutbar ist, was euch möglich ist,
Nicht, ihr müsst unbedingt dafür sorgen, dass nichts copyright-geschütztes hochgeladen wird. Das ist nicht der Text. Also ich rede jetzt nur vom Text. Mhm. Aber juristisch würde man sagen, sie schulden nicht den Erfolg, sondern sie schulden nur ein Bemühen. Und auf der anderen Seite habe ich ganz klare Vorschriften drin. Ich darf keine Parodie blockieren. Ich darf keinen nicht geschützten Inhalt blockieren. Dann ist das aus meiner Sicht ein ganz klares, also das kann man eigentlich nur so auflösen, dass man sagt, in Zweifelsfällen wird erstmal hochgeladen. Und das war ja eine der großen Befürchtungen, dieses Overblocking. Sie sind ja nicht bei WhatsApp, ne? Genau. Warum nicht? Weil WhatsApp zur Facebook-Familie gehört. Aber da sind Sie ja. Bei Facebook muss ich auch sein, aus privaten Gründen, aus dienstlichen Gründen. Aber bei Instagram sind Sie auch. Bei Instagram bin ich auch. Nein, nicht privat. Aber also, Frau Barley, ich habe da neulich ein Foto vom Spargelrisotto gesehen. Das ist sehr privat, oder? Naja, aber ich würde auf diesen Plattformen nicht sein, wenn ich nicht Politikerin wäre. Mhm. Das gehört nun mal dazu. Ich finde das auch gut und auch schön, weil man kann so mit Leuten kommunizieren. Bei WhatsApp ist das anders. Das ist was, wo ich mit meinen Leuten kommuniziere. Das kann ich auch per SMS machen, mache ich auch. Da gebe ich keine Daten her. Keine Daten hergeben. Sie wollen aber, dass große Konzerne, Facebook, die Daten öffentlich zugänglicher machen. Genau, aber natürlich nicht personifizierte Daten. Die müssen natürlich vorher, man nennt das, pseudonymisiert werden oder anonymisiert werden, sodass man keine Rückschlüsse darauf ziehen kann, um wen geht es. Aber klar brauchen wir Daten, um zu forschen. Wir brauchen für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz brauchen wir Daten. Und diese Daten haben halt vor allen Dingen die großen Konzerne. Das ist auch ihr Reichtum. Und die kriegen die quasi für lau. Ich meine, wir geben denen unsere Daten dafür, dass wir netterweise Facebook nutzen dürfen. Und da würden Sie dann für plädieren, dass man die Konzerne dazu zwingt sozusagen oder dazu bringt, diese Daten auch zur Verfügung zu stellen, genau, öffentlich. Genau, für Startups, auch für öffentliche Einrichtungen. Ich meine, was zum Beispiel, es geht ja nicht nur um Facebook und Instagram oder so und Google, sondern beispielsweise Airbnb oder da, wo es erlaubt ist, Uber. Das ist natürlich für zum Beispiel Stadtplanung oder Verkehrsplanung ist das wahnsinnig wichtig, dass man solche Daten hat. Genau. Ich habe noch ganz viele andere Sachen, womit ich die ein bisschen drangsalieren will, womit ich diese Monopole in eine Richtung weisen. Ja, die Monopole vor allen Dingen aufbrechen, weil das ist nicht gesund. Frau Barley, wir müssen noch dringend über das Thema Wohnungsnot auch reden. Ich habe das Parteiprogramm von Ihnen mir ja auch ganz gut angeguckt, aber das Wort Wohnungsnot, muss man sagen, kommt nicht einmal vor. Naja, haben Sie das vergessen? Es kommt Wohnen vor und es kommt aber Wohnungsnot vor. Und Wohnungsmangel und die ganzen Sachen. Und ich habe auch, also den einzigen Satz, den ich dazu gefunden habe, ist, nationale Akteure zusammenbringen und europäischen Austausch organisieren. Naja. Das sind ja jetzt nicht so die konkreten Ideen, wie man bezahlbaren Wohnraum schafft. Also ich weiß jetzt oder? Nicht, wo Sie reingeschaut haben. Nein, ins Parteiprogramm, die 70 Seiten. Für die Europawahl. Für die Europawahl. Also was die Europawahl betrifft, haben wir ganz konkrete Vorstellungen. Und zwar, die halt nicht im Wahlprogramm stehen. Zum Teil, weil die zusammen mit unseren europäischen Partnerinnen und Partnern entwickelt wurden auf der Basis von diesen ganzen Wahlprogrammen. Ehrlich gesagt, ich bin gar nicht so ein Wahlprogramm-Mensch. Liegt vielleicht daran, dass ich noch nicht so lange professionell Politik mache. Ich finde immer, man soll eher gucken, was die Leute tatsächlich tun. Und wir haben ja nun in den letzten Jahren gerade im Bereich Wohnen ziemlich viel gemacht. Aber dann ergänzen Sie doch noch mal jetzt zum Wahlprogramm. Also alle Leute, die das Wahlprogramm gelesen haben, sagen Sie jetzt mal noch kurz Ihre europäische Perspektive. Wie wir bezahlbaren Wohnraum in Europa schaffen können. Okay, also das eine ist, da wo die Städte und Gemeinden, die ja erstmal in deren Händen das erstmal liegt, da wo die bezahlbaren Wohnraum schaffen. Also wenn die einen Neubauvorhaben haben, planen, wenn die mindestens 30% geförderten Wohnbau dabei haben, dann sollen sie auch EU-Fördergelder bekommen. Das gibt es bisher noch gar nicht. Dann ist es so, ich war zum Beispiel in Wien. 60% der Wienerinnen und Wiener leben in gefördertem Wohnbau. Ist das nicht krass? Ja, Wien ist da ja immer der Vorreiter. Genau, so. Und was die halt machen ist, die fördern, und das bleibt auch alles Mietwohnungsbau, aber die wollen nicht nur geförderten Wohnungsbau an einem Fleck, sondern die wollen Mischung. Und da kriegt man Probleme mit europäischem Recht, manchmal mit Wettbewerbsrecht, mit Beihilferecht. Und da wollen wir halt ganz klar sagen, wir dürfen auch fördern gemischten Wohnungsbau. Also dass man echte Sozialwohnungen in dem gleichen Quartier, möglicherweise sogar im gleichen Haus hat wie Mittelschichtswohnen, weil es sind ja nicht nur
die, die ganz wenig Geld haben, das sind ja inzwischen auch diejenigen, die normal verdienen, die ein Problem haben. Und auch die wollen wir fördern dürfen, auch von europäischer Seite aus. Und dann wollen wir natürlich auch was tun gegen diejenigen, die Wohnraum, wir nennen das Zweckentfremden. Also Airbnb ist natürlich eine schöne Sache, aber die gerade auch hier in Berlin gibt es mittlerweile ganze Häuser, die gar nicht mehr vermietet werden, sondern wo die Eigentümer sich nur noch auf Airbnb beschränken. Weil man da sagen muss, Airbnb deutschlandweit jetzt am Anteil der Wohnungen, ich glaube, das sind irgendwie unter, ich habe es mir angeguckt, 0,5% deutschlandweit. Ja, und in Berlin auch unter 1%. Das ist ja jetzt nicht das Ding, deswegen haben wir ja nicht zu wenig Wohnungen. Nee, aber ich meine, deutschlandweit ist natürlich ein Witz. Ne? Also da, wo in der Eifel aber oder... Aber sagen wir Berlin. So. Trotzdem in Berlin sind es auch nur unter 1%. 1% von Wohnungen? Ich meine... Das ist gar nicht so wenig. Also in Wien, muss ich jetzt mal gerade überlegen, die haben 420.000 geförderte Wohnungen. Das sind 60%. Also wie viel sind dann 100%? Nehmen Sie davon mal 1% dann am Ende. Selbst von 420.000 wären das 4.200 Wohnungen. Das ist schon ganz ordentlich. Aber das nicht, hört wenn sich man an wie ganz wenig. Wohnungen eigentlich pro Jahr bauen will. Nee, aber in Wien zum Beispiel werden jedes Jahr 6.000 bis 7.000 Wohnungen neu gebaut. Und wenn wir davon reden, wie gesagt, das sind ja jetzt nur sind ja jetzt nicht alle, aber sagen wir mal, es sind 5.000 Wohnungen, die davon betroffen sind. Also 5.000 Wohnungen haben und nicht haben, das ist schon was. Wie stehen Sie zum Thema Enteignung? Enteignungen sind im Grundgesetz vorgesehen. Die kann man auch machen, gibt's aber strenge Voraussetzungen für und man muss halt entschädigen und es dauert ewig. Von daher Enteignungen da, wo die Voraussetzungen vorliegen, ja, aber es ist keine Lösung gegen Wohnungsnot, weil dann zahlt man halt sehr, sehr viel Geld an Entschädigung, anstatt neue Wohnungen zu bauen. Frau Bali, die Zeit ist um. Echt? Wir könnten noch sehr lange. Ich weiß auch nicht, Sie haben nicht mal aufgegessen, ne? Aber ja, weil das immer auch so cruncht und dann. Sie dürfen das mitnehmen? Ja, auf jeden Fall. Dankeschön. Sie dürfen auch das hier mitnehmen. Sie haben ja noch einen langen Tag vor sich. Stimmt. Sie dürfen jetzt noch einmal in diese Kamera sagen. Ganz zum Schluss dürfen unsere Gäste. Die Gäste haben das letzte Wort. Was Sie niemals tun würden. Also ich würde nie und dann in diese Kamera. Und was irgendwas Cooles. Also jetzt nicht. Ich würde nie für unter 12 Euro. Das ist auch gut. Ich sage Ihnen gar nichts. Entschuldigung. Irgendwas Cooles? Streichen wir das alles aus? Nein. Dann frage ich doch mal, was würden Sie denn eigentlich sagen, wenn man Sie fragt? Was ich sagen würde? Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal einen Gast gefragt hat. Was würden Sie denn sagen? Ich würde nie. Ich würde tatsächlich nie wieder einem Spitzenpolitiker mein durchgekautes Kaugummi in die Hand drücken. Das habe ich ja bei Hubertus Heil letztes Mal gemacht. Das war mir im Nachhinein ein bisschen unangenehm. Das würde ich nie wieder machen. Ich würde nie mit Rechtspopulisten zusammenarbeiten. So einfach ist es. Weil das was ist, was mir auf die Nerven geht. Darf ich das noch kurz erläutern? Nee. Noch was Persönliches? Noch eine? Ja, dann sage ich aber mit einem Ausdruck von meinem Liebsten, der Niederländer ist. Ich würde nie einen Freund unter den Bus werfen. Das heißt so viel wie ihn oder sie verraten? Ja, so ein bisschen. Das ist in der Politik leider manchmal... Unter den Bus werfen? Ja. Das ist ein niederländisches oder... Ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist ein englisches... Ich würde nie einen Freund unter den Bus werfen. Ja, also das sagt man... Das ist ja großzügig. Aber in der Politik, Sie glauben gar nicht, wie schnell Sie in der Politik unter den Bus geworfen werden. Ja. Und ich würde auch in der Partei nie jemanden unter den Bus werfen. Sehr schön. Danke, dass Sie da waren. Und guten Appetit. Sehr gerne. Dankeschön.